So, hallo liebe Leute, wir haben World Cup Feeling und zwar auch in World of Tanks. Deswegen gibt es hier einen neuen Spielmodus auf einer modifizierten Karte von Himmelsdorf. Wie ihr schon seht, da drüben stehen eigentlich Gegner, die sehen wir uns nur noch nicht, weil wir die nicht aufdecken dürfen, bevor das Spiel losgeht. Ja, ich habe gerade schon mal ein Spiel gespielt, da habe ich gewonnen. Ich hoffe, das kann ich jetzt wiederholen, ansonsten, naja, wäre es schade. Ist ganz lustig, allerdings ist es ein bisschen schräg. Ich bleibe lieber ein bisschen hinten stehen, sozusagen als Defense. Jawohl. Ein bisschen runterballern in die Gegnerrichtung. So. Schaden kann man hier nicht machen mit den Kanonen, das habe ich schon festgestellt. Man kann aber die Dingens runterschießen. Lass mich durch. Jawohl. Ah! Da haben wir Pfosten vorgemacht. Ah, Kette wieder 25. Los geht's. Wie gesagt, man kann die Kette runterschieben. Das ist kein Problem. Ich sehe den Ball nicht mehr. Ups. Diese Kettenabschlüsse sind hart. Los geht's. Wir haben sie böse erwischt. Muss man aber machen, wie gesagt. Das ist zwar ein bisschen faulspielmäßig, aber naja. Seht ja, sonst klappt's gar nicht. Wuppadulu. Dieses Kettenabgeballer. Eigentlich ist es dafür gedacht, gegen den Ball zu schießen. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich dachte, der spielt den Ball. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Kette wieder funktionstüchtig. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Kritischer Treffer. Ah, mein Ball. Ich krieg den. Ha. Ihr aber auch nicht. Wenn mir schon die Kette abschießt. Ball, 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 ball. Bäm. Geh rein, jawoll! Das sieht nach einem schönen Tor aus hier. Perfekt, jetzt muss ich aber schnell zurück, weil der Ball direkt respawnt. Das ist so bitter. Was? Ach. Ja, daneben geschossen, schade. Steht er noch neben mir? Arsch. Los geht's. Los geht's. Wow. Ha, rüber gespielt. Bam, Bitches. Neben mir gestoppt. Ja, wie komme ich denn jetzt hier aus der System raus? Lol. Ach shit, da hätte ich fast in Luft getroffen. Ja, vor, vor. Boah.
Jawohl, Eigentor. Nein! Bin ich eigentlich jetzt alleine oder was? Huch. Leute, bleibt doch nicht da hinten rumstehen und campt dort. Mich verarschen? Ball weg. Haben noch 1 Minute 44. Müssen wir uns reinretten, das Einzelne. Oh Gott, geht mir nicht um den Keks. Null. Der Ball flog aber hart. Sehr geil. Huch. Abgewehrt. Abgewehrt. Wir haben hier einen Spezialpanzer. Ich glaube, der T-62. Ah, Sport, genau. Oh, ob ich jetzt eigentlich die Kette abgeschossen? Ups. Bleib mal stehen, Kumpel. Das ist so sinnvoll, wie sich alle immer die ganze Zeit die Kette abholzen. Wir haben noch 200 Sekunden und es ist gut. Ich sehe nicht mehr, wo der Ball ist. Ja, lol. Oh, ups, wieder mal eng erwischt. Ja, da war die Zeit vorbei. Schade. Ich glaube, wenn ich noch eine Runde mache, das einzige Tor habe ich erfolgreich erzielt. Ja, man kriegt mal hier irgendwie 500 Erfahrung und nochmal 500 Erfahrung und so ein schönes Abzeichen hier. Fußballspieler 2014. Ja, ansonsten gibt es keine wirkliche Auswertung, wie 1000 Erfahrungen. Ich habe das jetzt rausgenommen, ich habe jetzt auf Schnellausbildung geschaltet. Ja, ihr seht also, was so sozusagen passiert im Ganzen. Was habe ich denn hier noch verletzt? Oh nein, nur die Kette, okay. Ja, also wie gesagt, ich werde noch ein Gefecht machen und dann sehen wir uns. So, wir sind zurück. Wie ich eigentlich vorhin schon erklären wollte, wie gesagt, T-62A Sport. Die Kanonen machen irgendwie keinen Schaden, man kann generell keinen Schaden, warum auch immer jetzt die Gegner zu sehen waren, da nicht mehr zu sehen sind. Man kann generell keinen Schaden an den Gegnern machen, wenn man nur mit HE schießt, sehe ich gerade. Aber man kann halt die Ketten runterschießen, was ziemlich nervig ist, das weiß ich auch, warum die Explosion so groß ist, wenn man mit HE schießt. Das sind Stufe 1 Fahrzeuge, das ist irgendwas Modifiziertes, weil ich glaube der T-62A ist sonst irgendwas um die Stufe 7, 8, irgendwie sowas in der Dreh. Jupp, das war nicht so günstig. Da habe ich ihm voll in die Hand gespielt. Meiner! Meiner! Meiner, immer noch. Kette, 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 Kette. Nu, Kette, 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 Kette. What the fuck? Was bounced der denn hier rum, ey? Auf mich schießen, du Sau. Hab ich doch genau gesehen. What the fuck? Ich dachte, ich hätte ihn getroffen.
Lol. Ey! Nimm den Schädel weg! Du Arsch! Das ist so sinnlos! Diese Stelle ist so sinnlos! Ja, baut's noch mehr ein. Das ist so dumm. Wollt ihr nicht drauf schießen, ey? Also auf den da. Ich darf niemanden schießen. Da, ob ich darauf schießen will, passiert da nicht viel. Oh, Wahnsinn, er ist raus. Der Ball ist lose. Oh fuck. Nee, so weit. Wo sind eigentlich noch ein Dritter? Ah, da ist ein Dritter Mann. Wie komme ich denn jetzt hier von der blöden Wande weg? Oh, oh, oh. Ewig. Den eigenen fast umgehauen. Spiel! Ups. Wo ist der Ball hin? Ich sehe ihn schon wieder nicht mehr. Das ist so sinnlos. Ich sehe den Ball nicht. Ich sehe ihn einfach nicht. Ach, da ist er. Das ist ein. Das wird ein Unentschieden. Pass mal auf. Ach, Leute. Jetzt campt doch den Ball nicht so hart ein. Gott. Dieses Eingebunkere ist doch Bullshit. Spielt doch mal halbwegs. Oh Mann, die Runden davor waren so viel schöner. Ja, block halt den Schuss immer noch für deine eigenen Teammates. Geile Idee. Ach, fahr doch, Typ. Lass dich einfach nur stehen. Sie haben die Verbindung. Achso, schön zu wissen. Natürlich ungünstig. Ach, was ist Bullshit? Geht doch. Dankeschön. Wieder an. Hör doch auf, immer nur drauf zu holzen auf den Ball, Mann. Alter, ehrlich. Ach, du Bastard, ey. Der Lucky hat es überhaupt nicht drauf. Der fällt einfach immer nur hin. Du musst manchmal mit. Das ist nämlich noch sinnloser. Ja, schade, fast getroffen.
Wir müssen es noch in die Mitte kriegen hier. Jetzt klappt es ja gar nicht. Das war knapp. Ja, die Ballphysik ist schon ganz... Wow, interessant. Ach du dummer Hund, ey! Wieso? Wieso sollst du dich da hinstellen? Da soll der Ball doch hin! Alter, das ist so dämlich. Das muss wehtun. Es ist so dämlich. Warum fährt er da hin? Ich raff's nicht. Er parkt sich halt genau in den Weg, wo der Ball lang soll. Nicht so eine schöne Runde. Naja, ich mache noch ein paar Runden. Ich mach's Spaß, wenn nicht gerade jemand dabei ist, der das eigene Team blockiert. So, los geht's. Dritte Runde. Neues Glück. Mal sehen. Anscheinend sieht man die am Anfang immer. Ist ja aber auch immer die gleiche Aufstellung, nicht so schwierig. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht wieder so einen Typen dabei, der den Ball blockiert, der zum gegnerischen Tor fliegt. Warum auch immer man da reinfährt. Warum auch immer. Egal. Lassen wir das zur Seite und haben einfach Spaß in der nächsten Runde Panzerfußball. Ich würde behaupten, die haben es aus dem deutschen Fernsehen geklaut. Mit dem Autofußball. Da ist mal einer AFK, würde ich behaupten. Und da ist Tor Nummer 1, wie es scheint, weil da einer AFK ist. Minecraft Maniac oder sowas ist das. Schön hier bleiben, Kumpel. Boah, Typ. Was machst denn du da? Der ging nicht durch. What the fuck? Nix da. Geht weiter. Los geht's. Vom Fuß geschossen. Das kann man beim normalen Fußball nicht. Und da fliegt er rein. Lol. Good job, das rein zu snipern. Whoopsie du, whoopsie Daisy. Jawohl. Jawohl, genau in die Ecke. 3-1. Dann habe ich wieder gewonnen. Das war dann eine kurze Runde. Aber ich würde sagen, 3 Runden reichen für eine Folge. Ich werde mal schön zusammenschnibbeln und euch hochladen. Ja, 2-mal gewonnen, 1-mal unentschieden, weil einer in den letzten Sekunden unbedingt meint, unseren Ball blockieren zu müssen. Egal, Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.